Hi und herzlich willkommen zurück bei Through the Woods. Und ich glaube, ich habe jetzt die richtige Stelle erwischt, wo ich weiterkomme. Denn wir waren hier eigentlich schon mal bei dem Mond. Ich bin aber nicht wirklich weitergegangen, glaube ich. Ich habe irgendwann aufgehört oder bin wieder umgedreht, weil ich nicht die richtige Stelle gesehen habe. Zumindest kann man es da hinten, glaube ich, schon erkennen, dass da Licht ist, wo wir, denke ich, mal hin müssen. Und ich habe auch übrigens ein bisschen die Helligkeit hochgedreht. Ich hoffe, das ist okay. Okay, vielleicht müssen wir auch schon hier hin. Das Haus habe ich, glaube ich, nämlich nicht gesehen. Hier waren wir noch nicht. Und der Troll hat mich natürlich auch zwischendurch nochmal platt gemacht, weil der auf einmal vor der Höhle war und man kann halt leider nicht Ewigkeiten vor dem wegrennen, so wie es aussieht. Ich habe es zumindest probiert, hat nicht gut funktioniert. Nun gut, wir haben aber etwas Neues, glaube ich, ne? Der Nix. Geschichten der Dorfbewohner. Es heißt, ein Nix lauert in den Gewässern in der Nähe. Kann ich behaupten, dass ich in solchen Märchen von letzter Nacht Glauben geschenkt habe? Hab einen kleinen grasbedeckten Buckel im Wasser gesehen. Die See ist für gewöhnlich spiegelglatt. Also habe ich mir die Augen gerieben und nochmal hingesehen und ich schwöre bei den Göttern, dass ich ein paar Augen gesehen habe, die mich aus dem Gewirr angestarrt haben. Ich habe geblinzelt, aber dann war der Buckel mit einem Plätschern verschwunden. Ich bin erschaudert und habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt. Aber dann habe ich ein Blubbern im Wasser direkt beim Ufer gehört und ein Klumpen unkrautartiger Ranken. Tropfen vor Matsch kam tastend aus dem See gekrochen. Ich bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mich hin. Entschuldigung. Ich bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mich hingebrabbelt und mich gefragt, welche grauenhaften Kreatur wohl in diesem rankigen Fingern dranhängen würde. Es heißt, man kann ein Nix loswerden, indem man seinen Namen ausspricht. Der Gedanke daran, dass etwas einer solchen Kreatur einen Namen geben könnte, ist genug, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Gut, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber vielleicht ist ja das. Ich wollte gerade sagen, was wir da gesehen haben. Ein Nix. Ich dachte immer, Nix würde vielleicht bloß eine Abkürzung für Nixe sein. Für was Liebenswertes. Das Lustige ist, ich gucke ja meistens in die Trophäen, ne? Wisst ihr ja. Und ich weiß, wir müssen also um gewisse Sachen zu kriegen, vor jedem Viech mal getötet werden. Nur weiß ich leider nicht, wo das hier gespeichert hat. Also, wir müssen erstmal in. Wo denn? Espen, you're alive. Ah. Don't be scared, little man. I'm coming. Es wäre natürlich schön, bevor uns das Viech vielleicht erwischen könnte, wenn ich noch ein Zwischenspeicherörtchen kriege. Das wäre mir eigentlich, um ehrlich zu sein, ganz lieb. Okay, die Rose können wir nicht mitnehmen. Oder also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Seerose war, aber zumindest das Stück Blümchen. Da war noch ein Lagerfeuer oder sowas. Wo wir aber. Okay. Turswik Nivlug. Die Nebelkinder. Zurückgelassen am See. Weit weg von der Stadt. Weit weg von Erik. In der Hoffnung, dass sich etwas anderes seiner annimmt. Es finden sich Kratzspuren und Haare darin. Tussa müssen es zu den anderen Wichteln unter die Erde geholt haben. Natürlich nehmen wir so eine komische Kinderleiche im Schuh mit. Okay, ja, darum machen wir nichts. Das blöde Gefühl, was ich trotzdem habe, weil wir haben den Nix ja schon gesehen. Ich glaube, wir können den auch, denke ich mal, umgehen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt. Ah, schön. Okay, gut. Ja, ab jetzt dürfen wir wieder sterben. Kann natürlich sein, dass wir jetzt zum Wasser runter müssen und dass da ein gewisser Herr auf uns wartet. Mal gucken. Glaube, die sind da vorne in der Hütte. Hello. Hello. Help.
Ist das so ein Anderswelt-Ding? Weil wir haben es ja genau gehört. Okay, das ist bloß ein Baum. Ich dachte, das wäre das Viech. Okay, liebe Ingrid. Ingrid, mein Schatz, ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, dass wir eine törichte Idee und dein Vater hat sie als solche gesehen. Wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt, aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden, aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind, und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozean vereint. In Liebe, deine Mutter. They were here. I heard them. This paper is so old. Also haben wir jetzt so eine Vermischung zwischen zwei Welten? Also es hört sich zumindest so an. War ich hier? Oh, warte mal, kam ich von hier? Nee, bei der Hütte waren wir noch nicht. Falls ich da überhaupt reinkomme. Ich habe es zwar ein bisschen heller gemacht, aber irgendwie macht das jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Was haben wir hier noch? Ich werde auf dich warten. Was? Harbard? Herbert ist heute Nacht vor in seiner Jagd zurückgekehrt. Dieser verfluchte Troll hat ihn geholt. Ich weiß es. Och, Herbert. Ach so, ist nicht von seiner Jagd zurückgekehrt. Hat sich immer in die Höhle dieser scheußlichen Kreatur geschlichen, um dort Knochen abzunagen und verfaulte Felle zu stehlen. Das hat er gemacht. Hat oft gesagt, der Troll wäre zu langsam und zu dumm, um ihn zu kriegen, aber er kehrte selten so spät zurück. Und jetzt sitze ich hier, hungrig und verlassen, und frage mich, woher meine nächste Mahlzeit kommen wird. Herbert! Duna. Ja, der ist eindeutig weg. Der ist eindeutig weg. Den haben wir ja gesehen drinne. Und der fucking Troll. Also es kommt mir so vor, als ob das so eine... Naja, ich weiß nicht... Aha. Spiel. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so eine Art Überschneidung immer gibt zwischen der damaligen Welt und der diesigen Welt. Waren wir hier eigentlich schon drin? Ich habe das Gefühl, ich habe hier ein paar Häuser ausgelassen. Ne, ich bin bloß auf der rechten Seite gelaufen. Also, dass quasi die Welten irgendwie sich vermischen, mehr oder weniger. Holen. Ein Keil. Eskeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand einen Toten, einen Keil. Ja, klauen wir auch. Wie wir hier natürlich alles klauen. Also ich weiß, es gibt so halt Sammelgegenstände und so, die kann man alles schön mitnehmen. Oder haben wir ja eh schon gesehen. Werde ich natürlich versuchen, alle mitzunehmen. Auch die Anhänger und so. Aber ihr wisst ja. Mir gelingt das meistens so zu 70-80% kann ich immer alles mitnehmen. Aber danach hört es leider auch schon irgendwie auf. Weil ein bisschen schade ist. Aber nun ja. Manche Sachen sind halt, glaube ich, recht gut versteckt. Okay, ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich mir um den Nix ein bisschen zu viel Sorgen gemacht. Obwohl wir jetzt hier über Wasser gehen. Vielleicht kommt da ja noch, weil wir haben ja bloß so im Ozean. Die Musik. Ich höre was und ich glaube, da drüben ist noch eine Brücke. Also ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Aber er scheint zumindest in der Nähe gewesen zu sein. Wenn es jetzt so eine komischen Übergänge gibt, wie jetzt gerade, wahrscheinlich. Bitte nicht wundern, das ist einfach bloß, weil ich nicht unbedingt Ladebildschirme drin haben muss. Es sei denn, ich bin da gerade gestorben und kann da noch irgendwie was erzählen. Die dauern dann halt nicht so lange. Aber im Regelfall, wenn es halt gut passt, dass ich mich nicht komplett im Satz abschneide, das wäre halt ein bisschen doof. Also falls das auch mal passieren sollte, ja, ist es halt dem geschuldet. Aber wenn ich halt im Ladebild... Aspen was younger. His father did something terrible. To Aspen, to me, to himself. I was left all alone with a child I couldn't confide in.
It didn't give me the chance to say I was sorry, and I never forgave him. But in the forest, I was alone again. Desperate for the person I loved the most. And right then, I could almost understand why Espen's father did what he did. Hatten wir nicht gelernt, erfahren gehabt, dass der Vater sich umgebracht hat? Oder war das bloß meine Theorie? Das kann natürlich auch sein. Dann bin ich natürlich ein bisschen sehr auf meinem Holzweg. Wie kommen wir denn hier hin? Halt, da war glaube ich gerade was. Noch so ein Ding. Zurücklassen tief in den Wäldern, weit weg von Erik, verschleppt von etwas anderem. Schwarze Flecken wie von Teer finden sich auf dem Stoff. Huldra muss sich seiner angenommen und es zum Huldra-Volk gebracht haben. Okay. Was ist denn jetzt wieder ein Huldra? Aber das Schöne ist, das Spiel wird uns wahrscheinlich noch verraten. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe ja in die Dings geguckt. Wenn ihr drauf hinguckt, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, um sich nicht zu spoilern. Also bei gewissen Sachen zu spoilern, aber kann ich hier runter? Nee, ne? Ich glaube, beim nächsten sind wir schon vorbei. Da frage ich mich jetzt ernsthaft, wie man das am besten anstellt, weil man muss sich ja von jedem mal töten lassen, um alles zu kriegen. Ist hier ein Speicherstein? Nee. Wie man da am besten hinkommt, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt einen Weg zum Wasser gesehen. Wahrscheinlich hätte ich den auch nicht wirklich mitgenommen. Wo er hätte eine Chance gehabt, mich zu töten. Er wird ja aus dem Wasser nicht rauskriechen. Was bei dem Spiel für mich zumindest auch interessant ist, ich habe nie so das Gefühl, dass ich richtig gehe. Aber eventuell doch richtig gehe und mir da ein bisschen was verborgen bleibt. Wie zum Beispiel jetzt hier rüber. Ich weiß nicht, die Brücke kann ja wegbrechen. Und dann kann ich nicht mehr unten weitersuchen. Das sieht mir schon sehr richtig aus. Ich muss noch, also sorry, aber ich muss nochmal zurück, um unten weiter zu forschen. Weil kann ja zum Beispiel auch sein, dass da der Zettel liegt, da wo wir lernen, was ein Huldra ist. Das ist ja alles aus der, das war ich schon fast germanischen, auch der norwegischen Mythologie sein. Oder nordischen. Weiß jetzt nicht, wie der richtige Ausdruck dafür ist. Und ich weiß es halt nicht. Nee, nicht Hydra, Huldra. Huldra hat es genannt, ne? So, warte mal, hier bin ich hoch. Ich will bloß nochmal hier ein bisschen. Von hier bin ich gekommen, ne? Das war der bergige Weg hier hoch. Gab es jetzt gar keinen anderen Weg? Dachte, ich konnte hier vorne noch weiter. Ach, hier ging es ja gar nicht weiter. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann war ich auf der richtigen Fährte schon. Ich dachte, da ging es noch. Geradeaus, ne? Bisschen Sport am Abend. Lalalalala. Hier bin ich gewesen. Lalalalala. Judy. Oder wir kommen jetzt zu diesem Volk der Huldra. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach bloß ein anderer Stamm. Das wäre natürlich kacke, da ich davon ausgehe, wenn das wirklich Menschen sind, dass die wesentlich agiler sind als jetzt der Troll. Hier müsste ich theoretisch schon hinten in die Höhle kommen, ne? Das hatten wir ja schon mal gehabt, dass ich aus Versehen einen Ort zum Or im Ort gelatscht bin und dann richtig war. Oder da mir zumindest das Trophäe abholen konnte. Hier haben wir Feuer. Ist das die Hülle, die wir von draußen gesehen haben? Ja. Oh nein! Der verfolgt uns? Ich glaube, der hat uns gegrüßt und ich glaube, der hat uns auch gesehen. Shit. Aber der dürfte hier nicht durchpassen, oder? Guck mal bloß. Das hatte ich nämlich vorhin auch gehabt, wo ich vor dem nochmal, also zweite Runde vor dem Weglaufen gelaufen bin. Da habe ich dann Glück gehabt, dass er seine Route geändert hat. Okay, und man darf, glaube ich, nicht zu nah ran. Und Taschenlampe auch aus, weil ich glaube, auf die Taschenlampe reagiert der halt wirklich auch.
Aber wenn er jetzt wieder da ist, weil ich dachte, das würde vielleicht so unterteilt sein. Ich stelle mich mal hier hinterm Felsen. Es würde vielleicht so unterteilt sein. Erst er, dann das nächste Viech, dann das nächste Viech. Scheint aber gar nicht mal so der Fall zu sein. Mampft der da einen Baum? Hier, setz dich jetzt da hin. Willst du mich verarschen, Typ? Oder ich muss ihn in die Höhle irgendwie reinlocken und dann unten rum. Oder schläft der? Der hat ja nur ein Auge, ne? Warum kann ich nicht weiter nach links laufen? Sollte ich rennen? Ich sollte, glaube ich, rennen, ne? Ich sollte, glaube ich, rennen. Scheiße. Okay, das sollte ihn eventuell aufhalten. Zumindest eine Weile. Eine Weile. 2 Sekunden. Fuck. Scheiße, scheiße. Toll. Ich nur meinen Sammeltrieb, weißt du? Okay, da haben wir ein Dorf, wo wir notfalls hinkommen. Warte mal. Und ich glaube, er ist weg, oder? Aber ich habe doch hier gerade irgendwie gehört, he's coming. Hello? Is someone there? Please. Hi. Eric ist da? Das ist doch nicht Eric, ey. Also ich glaube nicht, dass der Troll Eric ist. Fuck, wie komme ich jetzt zu dem Haus hier rüber? God damn it, talk to me. Come out. I heard you whispering. Da ist mit Sicherheit wieder keiner drin, ne? Hey! Stop! I just want to talk to you! Ganz ehrlich, ich habe überhaupt niemanden gesehen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Weil ich vielleicht falsch stand oder so. Okay, aber ein Schriebs haben wir hier nicht, ne? Nee. Ach so, das sind Helme. Ich wollte gerade sagen, warum sammelt die hier Schädel? Oh lol, das war einmal nichts. Jetzt muss ich halt wieder runter zu ihm, falls er in der Nähe ist. Okay, der müsste noch da hinten sein. Gehen wir mal zum Dorf oder was auch immer. Also sah zumindest so aus, dass das ein Dorf ist. Vielleicht sind die auch daran geflohen, die da gerade gewispert haben. Ich habe halt leider niemanden gesehen. Ich hätte halt gerne noch gesehen, wenn... Ah. Wenn sich da ein Schatten oder sowas ergeben hätte. Na? Resident Evil. The Village. Das Ding ist bloß, wenn wir jedes Mal irgendjemand hören und da ist eigentlich gar keiner, wird es dann überhaupt mal irgendjemanden geben, den wir hier treffen können? Kann ich da nicht rein? Ich habe doch gehört, da hat jemand gearbeitet. Ah, ist wahrscheinlich, also ist schon mal der örtliche Fleischer. Schön, ich wollte mir jetzt gerade was zwischen die Kiemen hauen, aber nein, darf man ja wieder nicht. Komm ich hier rein? Schade, das mit den Häusern durchsuchen war eigentlich immer ganz schön gewesen. Jetzt komme ich hier aber kaum irgendwo rein. Das ist nur verfallen. Hey, open the door. I need to find my son. God damn, where is my son? The children are gone, Eric. All gone. I'm not Eric. I think he has my son. Who is he? What's he going to do? If Eric has your son, Wanderer, there'll be no hope for him. Now get you from my door! Ha 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 ha
Na lull. Okay, da können wir anscheinend auch nicht rein. Ich wollte hier hinten noch gucken. Ich weiß aber nicht, ob wir hier drin schon waren. Eine Bretterbude. Da drüben ist, glaube ich, der Fleischer wieder. Ups. Ups. Kommt man in die Bucht irgendwie rein? Oder ja, das ist der Fleischer. Ich glaube, da habe ich schon versucht, ne? Von der Seite aus. Hier war die Tür. Oh! Habe ich doch nicht. Sonst dürfte das offen gewesen sein. Steuerung ist manchmal ein bisschen hakelig, aber das würde uns nicht aufhalten. Schade. Ich dachte, wir kriegen hier noch irgendwie was. Sehe aber ehrlich gesagt nicht. Ne. So, dann gehen wir mal zu der komischen Bretterbude da drüben. Die hätten wir nämlich auch noch nicht. Wo wahrscheinlich auch nichts sein wird. Und dann weiter. Es wäre halt natürlich richtig scheiße, wenn wir unseren Sohn irgendwann finden, der bei Eric ist und der ist halt wirklich verloren. Es kann natürlich auch sein, dass das sowas wie eine Psychose von ihr ist. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Weil sich halt die Welten so mehr oder weniger überschneiden, ne? Wäre alles noch möglich. So, fehlende Tochter. Geschichten der Dorfbewohner. Verflucht sei dieser alte Bastard, Eric. Verflucht sei er. Jeroen war heute Morgen nicht aufzufinden. Er muss es gewesen sein. Hab im Brunnen und an den Brücken im Dorf gesucht, aber Jeroen hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Haben Stiefelabdrücke vor dem Fenster gefunden, noch mehr davon drin in Jeroens Bettchen. Er ist vor 5 Jahren zu früh dran. Wieso? Was ist nur in ihnen gefahren? Wenn ich daran denke, wie mein kleines Mädchen auf diesen Berg geschleppt und solch ein Schicksal erleidet. Die Dorfbewohner haben sich versammelt und sind sich einig, dass der Wolf sein Wort gebrochen haben muss. Die teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen, um ihren verfluchten, unersättlichen Hunger zu stillen. Und wir sollen diese Ungerechtigkeit erdulden? Das müssen wir. Wir sind machtlos gegen ihn, haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient alles einem höheren Wohl. Habe ihnen vor die Füße gespuckt und den ganzen feigen Brut lieb wohl gesagt. Ich kann den Anblick von Erics Haus auf dem Hügel nicht mehr ertragen. Also die haben sich schon irgendwie damit abgefunden, aber gab es dann wohl sowas wie eine stille Abmachung oder so, dass er... Naja, das ist eher Kinder ab einem gewissen Alter erwischt, wenn ich das jetzt mal richtig deute. Ist jetzt zwar keine Zahl gefallen, aber so hört sich's für mich erstmal an. Ach, hier komme ich weiter. Hier gibt's noch Leute? Also richtige Leute? Oh, thank God. Hello? Excuse me, my son's been taken, and I just... Oh, you're too late, bastard! Too late! It's done! Huh? I'm looking for my son. An old man with a white beard took him, and I think they came this way. Please, have you seen them? It's done! Don't you see? Your son! You shan't take her from me now, Eric! You shan't take her! Gott, die müssen erst verzweifelt sein, wenn sie ihre eigenen Kinder töten, bevor er kommen kann. I'm not Eric. I won't touch your daughter. Who is he? Does he have my son? Please, I need to know! The wolf! You simpering bitch! The wolf! The bastard was to take my little one to appease the great wolf. But I sent her on with a kiss. I sent my little girl on. Oh my God. Please, don't tell me that's your daughter. Look what you made me do! Look at her! You hateful bitch! Wie hat das getan?
My baby! My beautiful mom! Oh, Christ! No! I had to do it! Tell me I had to! Bastard! Bitch! The wolf will never accept a child so cold! Please. Please. Please.